Leute, hier ist wieder eure Skyrista zu einem neuen Part The Legend of Zelda Spirit Tracks. Ja, im letzten Part haben wir den zweiten Dungeon abgeschlossen. Und Magier Eisflamme niedergestreckt. Und jetzt sind wir wieder im Turm der Götter und wollen mit Schiene reden. Was hast du zu sagen, Mütterchen? Oh, ihr habt die Schienen im Schneetal erneuert. Ich spüre die Kraft, die in den Turm fließt und die Last von meinen Schultern nimmt. Du gibst nie auf, Link. Wenn ich dir nur irgendwie helfen könnte. Denkst du nicht, dass deine Anwesenheit alleine Link hilft? Ist es nicht so, Link? Danke, Link. So, um welche Schienen sollten wir uns jetzt kümmern? Um die an der Meeresküste. Dafür benötigt ihr die Meerestafel aus dem Turm. Oh nein, sag mir jetzt bitte nicht, dass wir einen Wasserdungeon haben. Bitte nicht! Nicht schon wieder! Das weckt böse, böse, böse Erinnerungen. Uah. Okay, ich verstehe zwar nicht, warum sie Angst hat, aber machen wir uns auf den Weg. Komm, Link. So schlimm kann so ein Wasserdungeon nicht sein, denkst du dir wohl, hein, Zelda? Ich kenne es anders. Angst. Egal. Gehen wir erstmal hoch. Okay. Hier ist übrigens das erste Areal, in dem wir waren. Das zweite Areal kommt jetzt gleich, nämlich hier. Ich finde das übrigens total cool. Alter, das ist ja ein Chorus. Oh, wie geil. Die Musik baut sich irgendwie immer mehr auf. Kann das sein? Das ist ja richtig cool. Aber gut, gehen wir hier erst einmal rein, in den siebten Stock. Oh mein Gott, hier ist es ja stockfinster, Link. Hier spucken bestimmt irgendwelche Geister. Andererseits, ich bin ja auch ein Geist. Oh, und vor mir hast du doch keine Angst, oder? Wir könnten jetzt nett oder wir könnten fies sein. Wir sind mal nett. Sag ich doch. Auch wenn es dunkel ist, wir müssen weiter. Was müssen wir jetzt machen? Ich glaube, wir müssen Fackeln anzünden oder sowas. Ich könnte es mir fast denken, weil Boomerang... Jackpot! Das war gut geschlussfolgert. Liegt aber daran, dass sie oft Ideen aus dem vorherigen Dungeon wieder adoptieren. Zumindest kam es mir bis jetzt so vor. Ich kann auch falsch liegen. Okay. Aber wie muss die Flugbahn jetzt laufen? Direkt scheint es ja nicht zu gehen, weil ja da die blöde Wand ist. Das bedeutet, wir müssen hier und hier. Ah! Das war gut. Und was ist da? Das ist... Na, oh, das ist... Captain Obvious klingelt. So. Da hinschmeißen. Das war obvious. Jo, das war absolut obvious. Aber gut. Oh, sogar eine große Truhe. Wow. Mit einer Jadekugel. Nice. Ein seltener Schatz in der Sammlung, huh? Dann mal hier rauf und... What the fuck? 500 Rubine? Lol. Das ist viel. Aber gut, zünden wir jetzt erstmal weiter Fackeln an. Was passiert eigentlich, wenn ich durchs Dunkle laufe? Geister! Miep! Ganz schnell weg. Und durch das Licht verschwinden sie nicht. Sie verpuffen nur kurz und... Oh, da ist eine Steintafel und was ist hier? Okay, hier ist eine Wand. Ist hier ein Gang? Nein, hier ist nur Wand. Gut, das muss man... nicht weiter anzünden. Das ist gut. Aber hier unten ist die nächste Fackel. Boomerang, mach's doch mal vernünftig. So. Okay, noch ein Stück raus aus dem Schatten. Ich mag das nicht, wenn links so halbdunkel ist. Und ja, wir sollten ein wenig näher bleiben. So. Nächster. Dann hier. Nach hier. Dabei noch schön den Geist treffen. Schade.
Dachte, das würde klappen, aber was ist denn eigentlich hier mit dieser... Da steht was geschrieben, aber es ist zu dunkel, um es lesen zu können. Ja, das ist Wieso gehe ich auf den Menübutton, wenn ich weggehen will? So, egal. Da war der böse Geist. Böser Geist ist weg. Hier ist kein Gang mehr, also würde ich sagen, mache ich eine kurze Pause. Bis gleich, Leute. So, da bin ich wieder. Mein Vater meinte mal wieder, trollen zu müssen, so von wegen. Ja, ich komme heute früher nach Hause, weil du ja zu blöd warst, mir mehr als nur ein trockenes Brötchen mitzugeben. Obwohl er selber gesagt hat, er würde sich was kaufen. Und ich soll nicht mehr machen, weil er noch Brot im Auto hätte. Fertiges Brot vom Vortag. Toll. Arsch. Und okay, da sind Phantome. Darling, dieses Phantom hat ein Licht bei sich. Also haben die Phantome generell Licht bei sich. Okay. Gut zu wissen. Mal sehen, wo ist die nächste? Ah, hier. Wunderbar. Gut getroffen. Gut, was ist nach oben hin? Mal suchen. Okay, hier ist eine Wand. Hier setzt sich die Wand fort. Geht hier runter. Erstmal erkunden, wo alles ist. Da sind Geister, da sind böse, böse Geister. So. Aber da war auch die Fackel. Erstmal die Flugbahn testen. Wir gehen mal an den Rand des Lichtkegels, dass der Geist uns nichts kann. Denn scheinbar können die ja nicht in das Licht. Sonst würden die nicht so einen Bogen darum machen. So, dann gucke ich mal von hier unten aus. Ist hier noch eine Fackel irgendwo? Nee, hier ist auch eine Wand. Gut. Ah, das war ein bisschen blöd gezeichnet. So. Wir sind böse. So. Okay, hier ist auch eine Fackel. Okay, da scheint ein Abgrund zu sein, aber hier nicht. Mal sehen, ist irgendwas hier in der Gegend, das nach Fackel aussieht? Ah, okay, da ist ein Abgrund. Gehen wir mal zurück. Gehen wir mal hier hoch. Und hier hoch und... Ah! Ein Abschnitt mit einer schönen... netten kleinen Schutzgeschichte. Das ist toll. So, dann hier. Okay, da kommt das Phantom. Hier drin stehen bleiben. Das heißt, vielleicht können wir noch was über den Boomerang machen. Ja, genau, wir können das Phantom ärgern. Haha. So. Okay, da ist eine Wand. Okay, jetzt sind beide Phantome hier in der Nähe. Okay. Aber ich frage mich allen Ernstes, wenn jetzt hier das mit den Phantomen ist. Was hier jetzt mit den Phantomen ist. Was wird dann wohl passieren, was dann wohl im nächsten Dungeon auf mich warten wird? Weil beim letzten Abschnitt war es ja so, dass das sehr eislastig war und der Turm der Götterabschnitt war sehr feuerlastig. Heißt das dann vielleicht, dass... Ach, so kann ich die Geister hauen. Cool. Gut zu wissen. Könnte es jetzt also sein, weil wir hier mit Dunkelheit arbeiten, dass wir da viel mit Helligkeit arbeiten müssen? Nur so als Idee. Könnte es mir zumindest vorstellen. Und da ist der erste Lichttropfen. Nice. Wunderbar. Habe drei davon und stärke dein Schwert. Ja, wie immer natürlich.
gut. Was ist, wenn ich hier hochgehe? Ah, das hier ist ein Rundgang. Alles klar. Gut. Und was ist, wenn ich hier lang gehe? Da ist eine Fackel. Sollten wir nicht irgendeine Fackel auspusten? Ich nehme mal die hier. Okay, ja, das war sogar die hier. Cool. Aber erst einmal fliehen wir. Vor dem bösen Phantom. Wir müssen auch irgendwie da in die Mitte kommen. Das wird eigentlich für mich mit das Schwierigste, da irgendwie in die Mitte zu kommen. Fragt sich bloß, wie... Ach! Das ging ja einfacher als gedacht. Hätte irgendwie gedacht, dass das schwieriger wird. Und wir sollten natürlich nicht mehr das Ding hier ausrüsten, sondern den Boomerang. Ist klar. Das ist jetzt gerade sehr Kamikaze-Style. Gut, wir sind jetzt wieder hier in der Schutzzone. Na, ärgern wir wieder das Phantom. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Ne, 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 ne. Ach, ich mag das, die Phantome zu ärgern. Und ich freue mich schon, wenn wir eins von ihnen haben, weil die haben so ein Feuerschwert. Das heißt, sie haben Licht. Ich vermute, auch damit können wir dann durch alle Bereiche gehen. Weil dann Zelda ja sozusagen das Licht trägt. Und da war ein Riss in der Wand, da wo es geleuchtet hat, richtig? Ich glaube, wir brauchen das Ding. Na, Mist. Und vor allen Dingen, die Fackel hat sich wieder angezündet. Heißt das vielleicht, wir können den Abschnitt nur aktivieren, wenn da eine Fackel ist? Probieren wir gleich aus, wenn die Phantome wieder weg sind. Vielleicht kann ich mit dem Boomerang ein Ablenkungsmanöver. Nee. Recht schade. Ich werde jetzt was Böses tun. So, und jetzt fliehen wir. Denn die Phantome suchen uns ja im Schutzbereich nicht. Aber sie gehen schneller um die Ecke. Und das bedeutet, sie gehen auch hoffentlich schneller runter. Gut, jetzt warten wir, bis sie einen kleinen Abstand von uns haben. So, dass wir ihre Schwerter nicht mehr hören. So, und jetzt da an die Wand. Klasse! Das war gut. Hier ist eine Schutzzone und der letzte Lichttropfen. Nice! Oh, ich hoffe bloß, dass die Phantome jetzt in der Zeit nicht weitergegangen sind. Doch, sind sie. Fuck, 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 fuck. Wir müssen hier wieder rein. Aber wie kommen wir denn da raus? Holy shit. Sollen wir denn da rauskommen? Oder, okay, gut. Aber wie locke ich die Phantome jetzt in meine Nähe? Boomerang geht leider schlecht. Genau, ich führe es gegen die Wand. Vielleicht hören sie was. Also ich muss warten, bis einer hier nach unten kommt. Und dann muss ich ihn von hinten angreifen. Damit Zelda in ihn eindringen kann. Dann haben wir auch ein Licht. So, komm her. Ich lock euch mal an. Alle beide. Wunderbar. Los, Zelda, geh rein. Danke, Zelda. Ich habe mein Feuerphantom übernommen. Jetzt sind auch die finstersten Stellen kein Problem mehr. Mir nach, Link. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir als allererstes nach unten. Ein Stockwerk runter müsste das gewesen sein. Da war ja so ein Ding, was wir nicht lesen konnten. Das machen wir dann am besten. Zelda kann sich ja jetzt auch um die Geister kümmern. Das ist ziemlich cool. So. Hier irgendwo war doch der Weg nach unten nicht. Ah! Fuck. So, Zelda, komm mal her. Okay, der Geist ist im Übrigen auch durchsichtig und... Was? Ach ja, das war der Weg nach unten, richtig? Ja, das war der Weg nach unten, den ich auch gesucht habe. Komm her, Zelda. Immer mir nach.
Komm mal hier in die Nähe. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, wunderbar. Drei Schritte rechts von hier ist die Wand dünner. Oh. Heißt das, wir brauchen hier irgendwie eine Donnerblume oder so? Weil Bomben haben wir ja noch nicht. So. Ha, 5 Rubine, das ist gut. Das ist fucking gut. Ja, und der ist tot. Schade. Na gut, gehen wir weiter. Und ich glaube, hier sollten wir das mal auf der Karte verzeichnen. Menü, Karte. Ich schreibe mir noch dazu dünn. Ich glaube, das merke ich mir dann. Slight lag. Du mich auch. So. Weiter. Das heißt, Moment, wir könnten uns ja noch diese Bereiche alle ansehen. Aber ich glaube, da, wo jetzt das Kreuz ist, da müssen wir später wiederkommen. Aber gut. Nehmen wir mal nach hier. So. Toter Geist, guter Geist und ein Rubin. So, Zelda. Na, 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 na. Link, willst du hier nicht runter? Du sollst hier nicht runterfallen. Gut. Ach, ist das schön, mit einer Taschenlampe hier durchzurennen. Was ist denn hier unten? Ach so, was ist eigentlich, wenn ich jetzt Zeldas Schwert nehme und dann... Aua! Entschuldige, Zelda, das war nur ein kleiner Test. Sei mir nicht böse, ja? Ich bin dir nicht böse, Link. Das ist schön, danke. So, dann gehen wir hier wieder weg. Hier müssen wir wohl später hin. Wenn wir irgendwas mitnehmen können, was die Fackeln anzündet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier irgendwie eine angezündete Fackel finden, aber hier ist nichts. Was machen wir denn jetzt? Ach, ich hab's! Natürlich, ich bin blöd. Zelda muss die Fackeln schlagen. Ich bin doof, kann das sein? So. Dann komm her, Zelda. Ah, nee, Moment. Erstmal müssen wir den... Ah, nee, das war blöd gezeichnet. Aua! Link, pass doch mal besser auf. Ja, entschuldige, Zelda. Ich treffe halt nicht so gut. Ich bin nicht so gut im Zielen. Ich hab kein Zielwasser heute früh gekriegt. Aua! Du musst dich doch gar nicht ärgern. Das Phantom schützt dich doch vor sämtlichen Schlägen. Du trägst eine dicke, fette Rüstung und sagst, aua, wenn dich ein kleiner Boomerang an der Seite trifft, Zelda. Das ist Dummheit. So. Gut, die Tür hat sich geöffnet. Dann wechseln wir wieder. Ofen. Gut. Dann kommen wir mit Zelda. In den 9. Stock. Und ich würde sagen, ach du Scheiße, wir haben hier einen Master Key und eine Master Tür. Und deswegen würde ich sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Bis dann, Leute. Bye, bye.